Und damit hallo zu einer neuen Ausgabe Stardust ruft Terra. Heute mit Band 31, Der Kaiser von New York. Aus der Perioden-Erstauflage, damals geschrieben von W.W. Scholz. Bevor wir heute mit dem Heft einsteigen, habe ich noch ein paar Kommentare für euch. Nämlich einmal Dominik Langewiesche, Grüße an der Stelle Domme oder Domsen. Der schreibt, im Silberband wird es so zusammengefasst, dass Mousselet schon beim ersten Treffen mit Tiflor erwähnt, dass er zum Team Overhead gehört hat. Es gibt dann auch keine weiteren Treffen zwischen den beiden. Es wird dann nur nochmal darauf eingegangen, dass Edstak versucht, noch die letzten Informationen aus Mousselets Gedächtnis herauszuholen und dass Mousselet dabei stirbt oder starken psychischen Schaden nimmt. Florin mag Snowman auch, Florin ist ein anderer Steady-Supporter von uns, und auch Perry Roden 33. Da freue ich mich schon auf den Podcast. Ja, das ist ein Kommentar zur letzten Folge, als ich ja diese Frage rund um Mousselet gestellt hatte, ob ich da was vergessen habe oder etwas überlesen habe. Er schildert das jetzt hier aus Sicht der Silberbände, die ich aktuell nicht mehr auf dem Schirm habe und ehrlich gesagt leider keine Zeit hatte, das nochmal nachzulesen im Silberband. Es mag sein, ne? Ich bleibe da auf der Spur. Wenn ich den nochmal in der Hand habe, werde ich das nachschauen und euch auf dem Laufenden halten. Florin schreibt: Hey, wieder mal vielen Dank für die Folge. Der Planet Snowman hatte schon eine tolle Atmosphäre. Ich finde eigentlich meistens, dass Eisplaneten schöne Handlungsschauplätze sind. Umso nachhaltiger ist daher meine Erinnerung an die Nummer 33. Aber dazu kommen wir ja noch. Schöne Idee mit der Community-Aktion. Bei der Popularität, die Heft 50 genießt, werden sich bestimmt so einige Hörer daran beteiligen. Ich schau mal, ob ich mir das Heft nochmal besorgen kann, um das dafür nochmal zu lesen. Danke, Florin, für deinen Kommentar. Es gibt die Community-Aktion, da möchte ich auch direkt am Anfang drauf eingehen. Wenn wir Band 50 erreichen, möchte ich gerne eine Community-Aktion starten, dass ihr teilhabt an diesem Podcast und mir eure Meinung über Band 50 schreibt oder mir eine Sprachnotiz schickt oder eine kleine Sprachaufnahme, die ich dann in den Podcast einarbeiten kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube, das wäre eine coole Sache, wenn ihr hier nicht immer nur mein Geschwafel hört oder das von Dominik. Deswegen, wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, schreibt mir eine Mail mit eurem Text, dann lasse ich das von irgendjemandem einlesen, der sich gerade nicht wehren kann, oder lest das selber ein, oder ihr schickt mir eine Sprachnotiz mit euren Gedanken, eurer Meinung zum Band 50, der Einsame der Zeit. Aber wir haben jetzt genug geschwafelt, kommen wir mal zu den Metadaten. Das Heft Nummer 31 aus der Perry Roden Heftromanserie im Zyklus Die dritte Macht, Der Kaiser von New York. Höchste Alarmstufe in Terrania, die Roboter revoltieren. Autor ist heute W.W. Scholz, Titelbildzeichner und Innenillustrator natürlich der fantastische Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das Heft im Jahr 1962. Hauptpersonen sind Perry Roden, Reginald Bull, Oberst Freight, Ivan Ivanovich Gorachin, Taco Kakuta, Homer G. Adams und noch ein paar andere, die aber jetzt hier nicht so die große Rolle gespielt haben, beziehungsweise danach ganz schnell wieder verschwunden sind aus der Handlung. Handlungszeitraum ist der August 1982, wir sind auf Terra und das ist das letzte Heft von W.W. Scholz, sagt zumindest die Peripedia. Unter anderem ist das ganze Ding erschienen in den unterschiedlichen Druckauflagen der Perioden-Serie in, ja, E-Books ist es verfügbar und im Leihbuch 12. Es ist nicht Teil eines Silberbandes und dieser Handlungsanteil wird, soweit ich mich erinnere, im Silberband auch ganz schnöde übergangen. Auf Seiten der Innenillustration haben wir ein ganz besonderes Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt, nämlich die Stardust, die über dem Empire State Building schwebt und dort aktiv wird, sage ich jetzt mal, in New York. Ganz, ganz tolle Illustration. Erinnert natürlich sehr an King Kong. Wir haben noch einige Military-Innenillustrationen, die ganz gut funktionieren. Die passen natürlich auch ins Heft. Wir haben Taco Kakuta und Ivar Gorachin, die da im Kampf stehen, was auch ganz gut funktioniert. Ja, wie gesagt, diese Military-Science-Fiction-Illustrationen, die da drin sind, also drei Stück. Einmal dieser erschossene akutinische Roboter da, der Jeep oder der, ja, so ein ganz typischer Willis-Jeep von der amerikanischen Armee und dann halt der Typ, der mit dem Fernglas vor Panzern steht, die irgendwie aussehen wie Shermans. Also ja, das ist mir ein bisschen zu generisch, aber wie gesagt, für die zwei, einmal Ivan Gorachin und Taco Kakuta und halt die Stardust 2 hinter dem Empire State Building, die sind schon echt ein Blick wert. Genauso ist das Titelbild dieses Mal ein Blick wert. Denn ich glaube, so viel Action hatten wir schon lange nicht mehr auf einem Titelbild. Vor allen Dingen so viele Figuren zu sehen, haben wir lange nicht mehr bekommen. Es ist natürlich
ziemlicher Humbug, dieses Heft, ne? Also die ganze Geschichte ist echt Humbug. Aber es ist halt super trashig und dazu passt dieses Titelbild unfassbar gut. Es zeigt halt ganz genau das, was das Heft macht. Roboter werden wahnsinnig und handeln gegen die Menschheit. Das Titelbild bekommt von mir einen Daumen nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das authentisch ist, weil in der Peripedia, wenn man da auf diese Grafik klickt, scheint der Boden, also die Straße, worauf die Roboter sind, nicht gezeichnet zu sein, also leer zu sein, weiß zu sein. Ich weiß nicht, ob das im Druck wirklich so gewesen ist oder ob es hier irgendein Problem gegeben hat. Wenn das wirklich so gewesen ist, scheint der Johnny Brook entweder keine Zeit mehr gehabt zu haben oder hat es vergessen, da den Hintergrund reinzulegen und die Sachen da ordentlich zusammenzuführen. Ja, wie gesagt, mir gefällt es sehr gut, auch im Hintergrund des Empire State Building oder ein ähnliches Gebäude wie das Empire State Building zu sehen. Also den Handlungsbezug kann man schon direkt schlagen. Man weiß auf jeden Fall, wo man ist. Genug der Vorrede. Wir kommen zur Handlung. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass auf Seiten der Personen zwar, ja, zum Beispiel der Leutnant Cry, habe ich ihn jetzt hier mal ausgesprochen, ne? Cry, Cree oder sonst was. Dieser Panzerkommandant, der da unterwegs ist in Terrania oder in New York, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die sind drin, ja, die spielen eine Rolle, aber die sind so austauschbar, dass ich die jetzt hier nicht nochmal extra erwähnen werde. Und damit kommen wir zur Handlung dieses Romans. Kapitel 1. Bündig zum letzten Roman erreicht jetzt die Stardust 2 das Sol-System bzw. Terra. Wir haben jetzt hier einen kleinen Übergabefehler, denn hier kommt jetzt die Info, dass es Springer-Roboter auf der Erde gibt, die, ja, oder von Springern korrumpierte Roboter gibt auf der Erde. Und diese Info kriegt man jetzt von Tiflor über Funkspruch, über Hyperfunkspruch. Im letzten Heft ist es aber so, dass der Gookie von Snowman aus, dem John Marshall, der ja bei Perry Rhodan gewesen ist, diese Info schon übergeben hat. Also hier ist so ein kleiner Kniff drin, dass hier anscheinend die Autoren nicht ganz miteinander gesprochen haben oder eben dieses Detail, ja, verloren gegangen ist. Es ist nichts Wildes, aber ich finde es schön, das zu sehen, dass eben auch so eine Kleckerfehler mal passieren, weil das ja auch eine andere Zeit gewesen ist. Klar, man hätte miteinander telefonieren können oder sowas, aber ja, dass das jetzt wirklich so gelaufen ist, ja, mein Gott, passiert. Als man die Erde dann erreicht hat, macht man sich auch direkt auf die Suche nach diesen manipulierten Robotern und Stück für Stück werden Arbeitsroboter und Kampfroboter überprüft. Das Ganze läuft aber für Perrys Geschmack zu glatt. Man findet dann heraus, dass einige Arbeitsroboter manipuliert worden sind und ist aber von den Kampfrobotern überzeugt, dass die nicht manipuliert werden konnten oder was auch immer. Während der Aktion gegen die Roboter kommuniziert jetzt der Perry bereits mit der Venus-Positronik, weil das ist ja eigentlich der Grund des Aufenthalts. Die Stardust 2 ist ja abgeflogen, um eine Waffe von Wanderer zu organisieren, um die Springer sozusagen aus dem Feld zu schlagen. Und deswegen ruft der Perry jetzt beim Venusgehirn an und lässt sich die aktuellen Navigationsdaten für Wanderer errechnen, die er dann dort abholen möchte, um dann so schnell wie möglich im Band 32 nach Wanderer zu fliegen. Am Ende der Aktion mussten insgesamt dann 11 Roboter vernichtet werden. Also als man schon dachte, dass es geschafft ist, ne, und man beginnt sich auf die Schultern zu klopfen, passiert dann eine Katastrophe. Denn es sind nicht nur 11, die kaputt gegangen oder kaputt gemacht werden mussten. Es sind viel, viel mehr. Denn im zweiten Kapitel finden wir heraus, dass die zur technischen Überprüfung versammelten Kampfroboter sich auf einmal selbstständig machen und dass sie von ihren Sammelpunkten aus die dritte Macht angreifen. Der Perry und der Bully eilen jetzt zum Positronengehirn und geben einen entscheidenden Alarm ein, der das gesamte Staatsgebiet der dritten Macht betrifft, also in der Gobi. Und die gesamte wichtige Infrastruktur und die Führungsorganisation wird nun abgesichert, ne, und vor dem Zugriff der feindlichen Roboter geschützt. Von Captain Kleins Kampfstand aus übernehmen Perry und Bully jetzt die Führung über die Widerstandskämpfer gegen die angreifenden Roboter, ne, denn das überrumpelt die dritte Macht natürlich schwer. Und wir haben ja vor kurzem herausgefunden, dass die dritte Macht, ich glaube, mich richtig zu erinnern, wenn ich sage, dass es 10.000 Soldaten gewesen sind, die jetzt hier einsetzbar sind gegen diese Roboter. Und während des Gefechtes zwischen den Menschen und den Robotern kommt es halt zu einer krassen Eskalation. Also halt die, das sind nicht nur einfache Gefechte, sondern da geht es halt richtig zur Sache. Die werden immer heftiger, ne? Und diese Roboter schließen sich zwischendurch auch zu Blöcken, zu 6 Stück zusammen, womit sie halt Perrys restlichen Machtmitteln gefährlich werden können. Das stärkt deren Schutzschirme und Perry hat keine Möglichkeit mehr, die zu knacken.
Der sieht natürlich darauf hin ein, dass man jetzt mit normalen Panzern und Soldaten nicht gegen diese Roboter ankommt und sucht jetzt eine Alternative. Und man findet auch heraus, dass das Ziel der Roboter die Schaltzentrale des Energieschirms von Terrania ist, ne? Also diese Energieglocke, die sie einsperrt bzw. aussperrt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und da der Einsatz anderer Mutanten jetzt aussichtslos erscheint, schickt der Perry den Taku Kakuta los, um den Ivan Goracin zu holen. Denn dessen Wohnblock wird ebenfalls zum Ziel der wütenden Roboter, ne? Und der wird jetzt da rausgeholt vom Taku Kakuta, um ihn jetzt als Machtmittel einzusetzen, als Waffe einzusetzen. Der Bully lässt durch die Luftwaffe der dritten Macht Entlastungsangriffe auf die Roboter in anderen Sektoren fliegen und entlastet damit die Flucht von Taku Kakuta und Ivan Goracin. Die versuchen jetzt mit einem Panzer der Einkreisung zu entgehen, aber trotz der offensiven Aktion der Mutanten kommen die Kräfte der dritten Macht jetzt immer weiter in die Defensive und müssen sich in weiten Teilen zurückziehen. Gleichzeitig haben wir aber den Tanaka Saiko, der jetzt die Kommunikationsfrequenz der Springer herausfindet, also unserem Frequenzlauscher, der uns jetzt eine Alternative aufzeigen könnte, wie man da jetzt einschreiten könnte. Kommen wir zum dritten Kapitel. Perry und Bully wechseln in das Regierungsviertel und wollen von dort aus Entlastung für Captain Kleins Leute schaffen. Und während Bully den Einsatz der Entlastungsstreitkräfte, nenne ich die jetzt einfach mal, zur Unterstützung von Captain Kleins Männern vom Regierungsviertel aus dirigiert, macht sich der Perry mit Anne Sloan und Kitai Ishibashi als Einsatzkommando auf den Weg. Und die besorgen sich jetzt Bomben, nämlich eine Tonne TNT pro Stück, und wollen zeitgleich mit Goracin und der Luftwaffe eingreifen. Der Goracin und der Taku Kakuta greifen jetzt in diesen Panzer, mit dem sie jetzt entkommen sind aus dem Wohnblock, die Roboter an, und die versuchen jetzt mit diesem Stoßtrupp zu Kleins Wachbataillon, so wird es im Roman genannt, vorzudringen. Und gerade als die Panzer dem Kampfstand von Captain Klein nahe kommen, werden sie durch Trümmer gelähmt, ne, also zugeschüttet und von Robotern umstellt. Die Weiterfahrt aus eigener Kraft schaffen sie jetzt eben nicht und Goracin und Taku Kakuta müssen sich alleine durchkämpfen. Und erst als das Eingreifen von Perry und seinen Leuten, oder besser gesagt und seinen beiden Mutanten, kommt und stattfindet, können Kakuta und Goracin endlich entkommen. Der zweite Panzer geht leider drauf und ja, der Hauptpanzer mit Goracin und Kakuta setzt jetzt den Weg zu Klein alleine fort. Und dieser ganze Kampf geht jetzt immer weiter und immer weiter und immer weiter und am Ende siegen die Kräfte der dritten Macht in Terrania, nur um am Ende herauszufinden, dass es halt überall auf der Welt an den Standorten der GCC zu diesen Angriffen der Roboter kommt. Und der Perry macht sich am Ende des dritten Kapitels dann direkt auf den Weg nach New York, um die GCC-Hauptliegenschaft oder den Hauptstandort der GCC zu schützen. Das vierte Kapitel findet jetzt auch in New York statt und wir bekommen dort mit, dass Adams Besuch bekommt vom Kaiser. Was? Kaiser? Das ist ein Sekretärroboter, der sich in dieser Rebellion der Roboter zum sogenannten Kaiser von New York aufgeschwungen hat. Oder besser gesagt, den die Roboter gewählt haben. Also das ist schon echt krasser Humbug hier. Dieser will Adams zwangs rekrutieren und Ernst Kakutas Gegenwehr stoppt ihn und zwingt den Kaiser von New York zu Garantien für die Belegschaft der GCC. Eine kleine Erklärung des Kaisers bringt jetzt deutlich Licht ins Dunkel, denn überall auf der Welt sollen Roboterkaiser eingesetzt werden und die Erde im Sinne der Springer verwalten. Na, also wir finden jetzt heraus, also die breite Masse findet jetzt heraus, dass diese Roboter im Sinne der Springer aktiv sind. Am Ende sind Kakuta und Adams gezwungen, diesen Kaiser von New York zu zerstrahlen und das alles kurz bevor Rodan, Manoli und die Mutanten eintreffen. Perry entscheidet sich nun dazu, die Auseinandersetzung endgültig zu beenden und den Konflikt nicht zugunsten der Mission auf Beta Albireo zu verzögern. Also da haben wir wieder diese starke Verzahnung, dass halt Perry eben auch der Getriebene der Zeit ist, der ja eigentlich nach Wanderer fliegen will, um die Waffe abzuholen und sich jetzt hier mit diesem Mist auseinandersetzen muss. Und als die GCC-Zentrale freigekämpft wird, oder ist, erscheint die Stardust 2 über der Stadt und evakuiert tausende Menschen. Und im Morgengrauen greifen dann zwei Divisionen der Terranischen Abwehrföderation, also diesem Geheimdienst, den Mercent gebildet hat, an und beginnen die Stadt ja Stück für Stück frei zu kämpfen. Das fünfte Kapitel und damit auch das Finale des Romans kümmert sich jetzt um die Befreiung der Stadt New York, die halt damit beginnt,
dass dieser Eingriff durch die Stardust 2 stattfindet und die halt unter Befehl von Perry Rhodan selbst über der Stadt erscheint, ne? Und die Roboter-Dynastie versinkt darauf in Chaos, dass sich mehr als ein ganz Dutzend von diesen Sekretär-Robotern zum neuen Kaiser erklären und die Macht übernehmen wollen. Durch sich widersprechende Befehle wird jetzt der Widerstand der Roboter geschwächt und die Stadt kann schließlich befreit werden. Also, dass diese Roboter-Streitkräfte halt in diese einzelnen Parteien zerfallen, ermöglicht jetzt der dritten Macht, die Stadt zu befreien. Durch einen halbwegs intakt geborgenen, manipulierten Roboter erfährt der Perry Rhodan von einer Funkstation der Springer im Sol-System. Und es stellt sich dann halt auch heraus, dass dieser Stützpunkt auf dem Saturnmond Titan existiert und von dort halt auch aktiv in die Geschehnisse eingreift. Nach schweren Annäherungsgefechten, bei denen die Stardust 2 im Feuer von Archon-Bomben im Raum um mehrere Millionen Kilometer versetzt wird, also einfach weggedrückt wird durch die pure Kraft. Klar, ne, das ist jetzt hier alles übertrieben, überzogen, aber ich stelle mir das halt schon beeindruckend vor, wie so ein Koloss einfach durch eine Explosion zur Seite gewuppt wird. In einer Pseudotransmission oder Transition heißt es ja hier. Auf jeden Fall kann der Bulli dann mit Zerstörern auf Titan landen und dort die Reste der Besatzung eben jener Schiffe befreien, die von den Springern entführt wurden. Also wir haben ja am Anfang vom kosmischen Lockvogel war es, glaube ich, herausgefunden, dass mehrere terranische Schiffe schon verschwunden sind. Und hier finden wir halt auch heraus, wo die verblieben sind. Die sind nämlich auf dem Titan festgehalten worden und halt dort nach Informationen ausgepresst worden. Auf diesem Titan ist eben auch das entführte Schiff, die K1, die Kaulquappe 1, ja, zugegen. Die kann jetzt hier fliehen mit mehreren Zerstörern. Ich glaube, drei waren es. Die machen sich jetzt hier aus dem Staub und fliehen in Richtung der Venus. Dort werden sie dann von der Stardust 2 gestellt und vernichtet, bis auf einen einzigen Zerstörer, der nun entkommen kann und sich zur Venus retten kann. Und die überlässt der Perry jetzt nun Freight, ne? Denn er muss los, Bruder muss los, Perry muss los, denn die Stardust 2 geht beim P-Gehirn der Venus nieder und nimmt dort die Navigationsdaten für Wanderer auf. Und nach zwei Tagen Vorbereitung startet die Stardust 2 jetzt mit dem Ziel Wanderer. Es kommt jetzt zu einer erneuten Kommunikation zwischen Perry Rhodan und Nissen, der ja immer noch bei Beta Albireo steht und dort im Gefecht mit den Springern gebunden ist. Und der berichtet eben von erneuter Verstärkung für die Springer. Und jetzt werden halt nochmal die Einsätze hochgezogen, ne? Und der Perry kriegt jetzt nochmal richtig Druck, sich endlich auf den Weg zu machen, um die neuen Machtmittel zu holen. Das wird halt im Folgeband dann nochmal wichtig, denn da kommt es zu einem zweiten, ja, zeitlichen Problem, wo Perry dann halt auch darauf klopft, dass er schnellstmöglich, am besten gestern, ja, wie umschreibe ich das jetzt, ohne den Nachfolgeband zu spoilen, er hat auf jeden Fall Zeitprobleme und bittet den Wanderer Herren S. dann darum, ihm diese zeitlichen Probleme ein wenig abzunehmen. So viel dazu, den Rest hört ihr in Folge 32. Der letzte Zerstörer, der jetzt unter dem Kommando der Springer auf der Venus gelandet ist, bleibt verschollen, ne? Und es ist nicht geklärt, was jetzt mit ihm passiert. Und der Perry Rhodan weiß natürlich, dass dies zu neuen Verwicklungen führen kann, wenn sich diese Springer mit dem Russen unter Tomisenko vereinen, beziehungsweise dort einen Fuß in die Tür bekommen und den Tomisenko so ein bisschen manipulieren können. Damit endet auch der Roman, also die Stardust 2 bricht nach Wanderer auf, Freight soll noch im Sol-System aufräumen und die letzten Widerstandsnester auf der Erde bzw. auf der Venus ausräuchern, damit man sich dann ungestört den Problemen bei Beta Albireo widmen kann. Wir widmen uns jetzt dem Fazit. Ja, das ist ein ganz schöner Batzen, dieses Heft, ne? Also wie gesagt, das ist halt grober Quatsch. Also von vorne bis hinten, ja, es ist Action, ja, es ist Military Science Fiction, ja, es ist getrieben, ja, es ist gut verzahnt, ne? Es ist super spannend auch, weil, wie gesagt, Perry will sich nicht mit dieser ganzen Sache auseinandersetzen, er hat eigentlich andere Sachen zu tun. Toll, wie das parallel halt alles läuft, auch schon so früh in der Serie, gefällt mir echt gut, aber wie gesagt, das Heft hat halt auch Probleme, gehen wir es Stück für Stück durch. Dass die Tora am Anfang des Romans ein Beiboot fordert, um den Kämpfen in Terrania zu entgehen, ist zwar verständlich, ne, aber moralisch, naja, ich sage jetzt mal so, könnte man verurteilen. Die beiden Arkoniden fühlen sich anscheinend immer noch nicht als Teil der dritten Macht. Das nervt mich hier an der Stelle so ein bisschen, weil sie halt in anderen Romanen dann schon mehr als Teil der dritten Macht acten, ne, und als Menschen acten. Hier ist es halt noch nicht so drin.
Die wollen halt nur ihre eigene Haut in Sicherheit bringen, hier bei W.W. Scholz zum Beispiel. Die Kampfhandlungen, die sich erst in Terrania und dann auch in New York abspielen, sind zwar echt okay-ish erzählt und sind auch leidlich spannend, ne, aber eine wirkliche Stimmung kommt für mich da nicht auf. Der ganze Roman fühlt sich eher an wie eine Sammlung von Versatzstücken ohne wirklichen Reiz. Ne? Wenn man jetzt mal diesen Aspekt der Einbettung in die Beta Albireo oder der Parallelität mit der Beta Albireo und der Wanderer Geschichte da rausnimmt, da bleibt relativ wenig übrig. Ist also nur ein überstürztes Stationenablaufen, ohne dass man nur leicht das Gefühl hat, dass es schief gehen könnte. Ich denke, die Geschichte war auch einfach wieder zu dicht und zu vollgepackt, als dass hier so wirklich Stimmung hätte aufkommen können. Es ist ja ein Problem in vielen frühen Bänden, dass man viel zu viel Handlungen auf einem 60-Seiten-Roman hat. Oder aus moderner Sicht würde man sagen, dass man viel zu viel Handlung hat. Ne? Damals war das wahrscheinlich normal. Da war es aber eben noch nicht normal, dass wir so eine Einblick in die Charaktere bekommen. Was denkt er sich jetzt? Worüber reflektiert er? Was hat er vielleicht für Probleme? Das fehlt hier komplett. Diese grundlegende Idee, dass die Springer eben diese Roboter korrumpiert haben und dass die jetzt die dritte Macht bedrohen, ist sicherlich eine gute und spannende Idee einer Geschichte. Ne? Die Ausführung, die Scholz hier, wie gesagt, zeigt, gefällt mir persönlich leider wieder nicht. Leider wieder nicht, ja. Das ist halt echt schade. Immer wieder dieses Abwiegen zwischen den potenziellen Verlustzahlen, ne, und den allgemein hohen Verlusten an Menschenleben auf der Erde, das lässt Perry so ein bisschen, ja, ihr wisst, ich fange an, mich zu wiederholen. Allgemein ist hier Perrys Härte natürlich wieder hart überzogen, ne? Da haben wir dann so Textstellen wie, und hier kommt ein Zitat: Wer friedlich kam, bekam Rodans Hand. Wer den Tod für die Menschheit brachte, musste ja auf die eigene Vernichtung gefasst sein. Das sind halt einfach befremdliche Sachen, das passt nicht zu meinem Perry. Dass die Handlung aber immer wieder durch die Aktion oder zur Aktion bei Beta Albireo verzahnt wird, ne? Das finde ich wirklich gut, das unterhält mich gut und das setzt die Geschichten auch in so einen klaren Bezug zueinander. Das sind dann halt auch die einzigen Gimmicks, die das Ding hat. Kommen wir zur Wertung. Es ist ein unterhaltsamer Roman, der aber heutzutage deutliche Schwächen hat, gerade im Ton und in der Wortwahl problematisch ist an Stellen. Und die Härte, die immer wieder anklingt, verdirbt mir dann halt wirklich so meinen Lesespaß deutlich. Am Ende des Tages komme ich hier auf eine 4 von 10. Es ist halt keine Gurke, muss man halt echt sagen. Aber es ist halt echt nicht gut gealtert. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es auch schon damals nicht so gut angekommen ist. Es sticht auf jeden Fall heraus und ich kann es gut nachvollziehen, dass es nicht Einzug in die Silberbände gehalten hat. Ja, dann sind wir wieder durch für heute. Das war Heft 31 aus der Periroden Heft-Roman-Serie. Denkt an die Community-Aktion zu Mission 50, nämlich Band 50, dem Einsamen der Zeit. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, könnt ihr es da tun. Genauso, wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder anderen geben wollt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an chris@weltendie.com, an info@weltendie.com, an stardustrufterra@weltendie.com. Es gibt unterschiedliche E-Mail-Adressen, die ihr dazu nutzen könnt. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Genauso könnt ihr kommentieren auf irgendwelchen sozialen Medien, auf Twitter, Instagram, Facebook. Ihr könnt auf YouTube kommentieren, ihr könnt auf der Seite kommentieren. Und ihr könnt mir auch einen Brief schreiben, wenn ihr möchtet. Fände ich sehr, sehr spannend. Alles klar, das war's für heute. Ich bin Chris, das war Stardust Ruf Terra zu Perry Rhoden, Band 31, der Kaiser von New York. Auf Wiederhören. Tschüss.